Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Digimon Survive. Beim letzten Mal haben wir ja noch gesehen, wie Kaito und Aoi tiefer in den Wald gegangen sind, weil sie Haru verfolgen wollten. Und ich denke ja immer noch, das war keine ganz so gute Idee, da wir ja in der Zwischenzeit auch einen Kampf gegen Renamon hatten, den wir zwar gewonnen haben, aber ich bin mir sicher, da wird noch irgendwas kommen. Also würde ich sagen, dass wir mal schnell weitermachen. Ah. Renamo, du musst dich nicht mehr kämpfen. Du musst dich Miyuki retten, oder? Ich habe es nicht so gut gehört. Ich habe Miyuki zu schützen. Ich kann nur noch Miyuki zu retten. Das ist mit uns gleich. Harudemo, Takumademo, Hokano Daredemo Naku, Kono Watashiga Miyuki o Suku. Renamo. Omae tachi ni ii koto oshiete yaro. Nakama no ibasho da. Nakama? Sore te. Aoi-chan to Kaito no koto? Ano futari o tasuketai no nara, toshokan ni koi. そして自らの罪と向き合うがいい。あ、来なければ二人は死ぬ。必ず来るんだ。うわ、ビートイクリーブン。お兄ちゃん、葵さん、やっぱり敵に捕まっちゃったんだ。本当にそうなのか？ハッタリなんじゃ。いや、あの口ぶりはハッタリとは思えない。でも捕まえたって言うなら、なんですぐに生贄にしないわけ？決まってるでしょ。ミュウたちをおびき寄せて生贄を増やすためよ。それつまり罠ってこと？でも罠だったとしてもやることは変わらないよ。そうだよ、二人を助けなきゃ。行こう。もう少し進めば図書館が見えてくるはずだ。Erkundung。Wir haben die Bibliothek freigeschaltet und wieder einen freien Kampf. Und das war ja erstaunlich viel. Ich würde aber auch wieder direkt zur Bibliothek gehen. Das ist die Bibliothek, die erschienen ist. Hey, ist das nicht irgendwie eigenartig? Ja, die Apartments und die Schule waren verfallen. Aber dieses Gebäude sieht aus, als ob es jetzt seit kurzem hier steht. Was meinten Sie also mit offensichtlich anders, Professor? Ja, ich fürchte schon. Das muss kürzlich nach den Erinnerungen eines Menschen erschaffen worden sein. Erinnerungen? Was ist denn mit dieser Schule und dem Vergnügungspark? Sind das auch Erinnerungen? Es könnten Erinnerungen einer entführten Person sein. Wahrscheinlich die meiner Schwester. Und die Apartments müssen... Hm? Ach, vergiss es. Wir müssen uns beeilen. Die beiden könnten in großen Schwierigkeiten stecken. Hoppla. Ja, du hast recht. Gehen wir rein. Dann geht es jetzt vermutlich zur Rezeption, die wir freigeschalten haben. Das ist irgendwie ein bisschen eine merkwürdige Erkundung, weil es hier immer nur eins gibt. Der Empfangsschalter der Bibliothek.
Auch er ist verlassen, allerdings bemerkenswert sauber und unbeschädigt. Boah, ganz schön dunkel hier drin. Im Wald war es ziemlich hell. Meine Augen haben sich noch nicht daran gewöhnt. Die Luft ist kalt. Und dieser Geruch, ist das Staub? Okay, meine Augen haben sich angepasst. Das ist also die Bibliothek. Die ist ganz anders als die bisherigen Gebäude. Ehrlich gesagt, irgendwie gruselig. Moment mal, was? Die beiden, wie können sie hier sein? Was ist los, Agumon? Komm schon, Mann. Wie man es dreht und wendet. Das ist eine heftige Reaktion. Was? Diese Stimme. Nein, das kann nicht sein, oder? Oha. Hey Leute, warum habt ihr so lange gebraucht? Ja, was ist los? Habt ihr euch verlaufen? Chui? Ryo? Das ist gemein von dir, Takuma. Du tust so, als hättest du Gespenster gesehen. Wir warten hier schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Das ist unmöglich. Ich meine, ihr wurdet... vom Nebel verschluckt? Ja, wir wurden getrennt. Aber keine Sorge. Oh Gott, wie das klingt. Ab jetzt sind wir immer an eurer Seite. Oh. Genau, wir weichen euch nie von der Seite. Da ihr beiden wie wir enden werdet. Ah, Vorsicht, Leute. Moment mal. Wer ist Leute? Was? Takuma, alle anderen sind weg. Er hat recht. Aber seit wann? Nicht nur das, die Tür rührt sich nicht. Wir kommen nicht mal mehr raus. Ihr seid wie Fische in einem Fass. Was? Kein Grund, so ängstlich zu sein. Ihr werdet euch wiedersehen. Ja, wir werden hier alle das Heilige segnen. Heul deswegen nicht so rum. Wovon redet ihr da? Dass wir gestorben sind, war unsere Schuld. Wir waren schwach, das geben wir zu. Aber das war nicht der einzige Grund. Der andere war, dass ihr uns zurückgelassen habt. Bei eurem Überlebenskampf habt ihr das wohl ganz einfach vergessen. Und bei diesem Gerede darüber, dass alle gemeinsam zurückkehren, wurde mir schlecht. Chui und ich waren wohl nie Teil der Gruppe. Alle galt nicht für uns. Das stimmt nicht. Wir haben uns furchtbar gefühlt, nachdem wir euch verloren hatten. Trotzdem ist das kein Grund für uns, das Leben aufzugeben. Schon okay, du musst dich nicht entschuldigen. Deswegen sind wir nicht hier. Ganz genau, schließlich sind Worte nur Schall und Rauch. Wenn ihr wirklich bedauert, was passiert ist, gibt es nur eins zu tun. Beweise es mit Taten statt mit Worten. Und wie sollen wir das machen? Komm mit, Takuma. Wir sind doch Freunde, oder? Wir werden immer zusammen sein, richtig? Habe sie beide im Stich gelassen? Ist das wirklich wahr? Wenn ich mich entschuldigen will, muss ich wie sie werden?
Wirklich? Wenn das stimmt, dann... Akuma, nicht! Du kommst mit uns, oder? Das habe ich auch von dir erwartet, Takuma. Beeilung, du hast eine Verabredung mit dem Nebel. Takuma, geh nicht! Wach auf! Was? Was habe ich gerade gesehen? War das sowas wie eine Illusion? Oh, gut, Takuma. Du bist wieder normal. Danke, Agumon. Das war echt knapp. Moment mal, war das Renamons Falle? Ich glaube schon. Ich habe sie auch gesehen. Ryo und Shui, aber in gruselig. Aber vor allem ist eins noch immer gleich. Alle sind weg. Echt jetzt? Steckt wieder Renamon dahinter? Wir sollten sie suchen, oder? Sie könnten in der gleichen Situation sein wie wir. Hm, ja, das stimmt. Wir können sie nicht sich selbst überlassen. Beeilung, Takuma. Oha. Wir haben Bücherregale freigeschaltet. Abgelegene Bücherregale. Und den freien Kampf. Und das war's. Aber oha, mit der Begegnung in der Art hätte ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich meine, klar, irgendwo war es in gewisser Weise schön, dass man die beiden nochmal gesehen haben. Aber ich denke, in Wirklichkeit hätten sie Takuma und den anderen auch niemals die Schuld daran gegeben. Auch wenn sie ja psychisch ganz schön angeknackt waren. Aber dennoch waren ja alle immer noch Freunde. Hoffen wir mal, dass es bei den anderen auch etwas, also zumindest nicht ganz so heftig zugeht. Wo gehen wir aber jetzt zuerst hin? Die Bibliothek steht voller Regale mit zahllosen, nach Genre sortierten Büchern. Das Licht ist aus und es herrscht Stille. Die abgelegenen Bücherregale. Hier sind noch mehr Regale mit zahllosen, nach Genre sortierten Büchern. Das Licht ist aus und es herrscht Stille. Wer hätte das gedacht? Aber ich muss auch sagen, in dem Moment, wo es Takuma angesprochen hat, ne, wie gruselig die Bibliothek ist, ich habe mir genau dasselbe gedacht. Eigentlich bin ich ja auch eine sehr starke Leseratte und ich liebe es auch von Büchern umgeben zu sein. Aber die Bibliothek, das dunkle Licht und dass man da ja auch vollkommen alleine war, das war schon gruselig. Aber ehe ich jetzt hier auch noch die ganze Zeit verplappere, würde ich erstmal bei den Bücherregalen nach den Rechten schauen. Inoro, ich muss mich mit ihm treffen. Will Agumon noch was sagen? Nein, aber die Regale, was gibt's da? So ein schickes Bücherregal. Die Bücher wurden richtig hineingequetscht. Das sind Kinderbücher, Volksmärchen, Bilderbücher, Romane im Großdruck. Wäre schön, mit Agumon hierher zurückzukehren, wenn sich die Lage wieder beruhigt hat. Wenn sie dann auch noch hier steht. Ist auch noch was? Scheinen dasselbe zu sein. Dann geht's auf zu Minoru. Es ist Minoru! Minoru! Mann, was bin ich froh, dich zu sehen. Minoru? Takuma, was ist denn? Hattest du auch eine unangenehme Vision? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Oder was passiert?
Ich kann mich irgendwie nicht konzentrieren. Koma, was auch immer das hier ist, gut ist es nicht. Wir sollten zurückgehen. Wir sollten hier weg. Ja, selbst ich sehe, wie gefährlich es hier ist. Aber erst müssen wir die anderen finden. Wenn du weglaufen willst, mach das. Ich suche weiter. Nein, ich will nicht allein sein. Bleib bei mir. Bitte, ich rede auch nicht mehr übers Weglaufen. Bitte bleib einfach hier. Hey, entspann dich, Mann. Alles gut. Wir lassen dich nicht zurück. Ah, oh, genau. Minoru? Die ganze Sache ist irgendwie komisch. Warum kann ich es nicht genau sagen? Also, was ist mit Falcomon passiert? Falco? Was? Falcomon? Er ist nicht bei dir? Naja. Wurdet ihr getrennt? Ja, genau. Dieser Typ ist einfach allein weggegangen. Er ist einfach allein weggegangen? Reden wir hier von Falcomon? Das ist seltsam. Die beiden haben so viel durchgemacht und ihre Bindung vertieft. Trotzdem verlieren sie sich einfach so aus den Augen, als wäre nichts dabei? Wie auch immer, Mann. Finden wir alle und verschwinden hier so schnell wie möglich. Wie auch immer? Bedeutet ja Falcomon wirklich so wenig? Du bist nicht Minoru. Wer bist du? Was? Der Minoru, den ich kenne, wäre niemals so respektlos. Vor allem nicht jetzt. Bist du eine Illusion wie Ryu und Chui? Oder vielleicht bist du... Warum bist du ausgewichen, Takuma? Es wäre einfacher gewesen, hättest du es nicht gemacht. Du bist nicht Minoru. Wer bist du dann? Zurück, Takuma. Ich kümmere mich um diesen unechten Minoru. Okay, also man hat es echt schon geahnt, dass es nicht der richtige ist. Oh, der Moment kam irgendwie doch gut. Ich gehe nochmal kurz zurück. Doch, das sollte passen. Und wieder bin ich froh, dass ich noch ein paar Digimon mehr dabei habe. Aber ich weiß ja auch nicht, was ich so ganz davon halten soll, dass es wieder in die Richtung mit dem Psychospielchen geht. Eigentlich hatten wir ja die durch Arokinimon schon das ein oder andere Mal. Ich meine, man hat es ja schon ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht wirklich Minoru war oder geschweige denn auch Shui und Ryu. Aber vielleicht sieht es ja bei den anderen dann doch noch etwas anders aus. Da ist er schon wieder dran. Einfach nur wahnsinnig schnell er ist.
Hier wäre das, ob ich das mal ausnutze. Aber dann würde ich diesmal im Vorfeld natürlich reden. Beschützt alles, Wargreymon. Okay, Takuma, ich besiege deine Feinde und beschütze deine Freunde. Oh ja, ich glaube, das ist überzeugend. Und hier werde ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Ein bisschen noch, Mensch. Die halbe Tentakel schlägt zu. Oh, ich finde die Viecher immer noch gruselig. Das war nicht schlau. Nein. Jetzt hab ich mich verkriegt. Dann die Kiste lasse ich, glaube ich, meine Kiste sein. Ja, müsste ich doch eigentlich, vielleicht noch nicht jetzt, aber dann in, na gut, in der nächsten Runde, definitiv. Aber so im Nachhinein bin ich doch froh, dass ich hier einen kleinen Puffer von den Gegenständen habe. Stimmt, aber dann müsste ich ja dennoch von hier aus. Das Vieh lebt noch? Menno. Na gut, jetzt lebt's nicht mehr. Sehen, vielleicht reicht es ja schon. Perfekt. Wir haben es geschafft, Takuma. Ich bin froh, dass es dir gut geht, Agumon. Aber wo könnte der echte Minoru sein? Wir sollten ihn schnell finden und Falcomon auch. Ja, hoffentlich stecken sie nicht in Schwierigkeiten. Ja, Takuma, hinter dem Bücherregal. Minoru, Falcomon, kommt wieder zu euch. Ah. Hm, was ist passiert? Gott sei Dank. Sieht aus, als wärt ihr nicht verletzt. Takuma, was machen wir hier? Ganz locker, okay. Du musst nicht sofort aufstehen. Ja, danke, Mann. Ah, ich bin wohl bewusstlos geworden. Ich hatte einen total schrecklichen Albtraum. Verdammt. Beiden sehen total erschöpft aus. Die können auf keinen Fall mitkommen. Bleib ruhig hier.
Agumon und ich versuchen, die anderen zu finden. Wir stehen in deiner Schuld. Ruhen wir uns erstmal aus, Minoru. Okay. Hier scheint es auch nochmal weiterzugehen, oder es war noch markiert von vorhin. Aber ich würde sagen, wir gehen dann auch erstmal in der abgelegenen, zu den abgelegenen Bücherregalen. Da geht's bestimmt weiter. Ah, Kaito und Aoi. Super, ich muss mich mit ihnen treffen. Ja, ich glaube, er freut sich wieder zu früh. Das sind Aoi und Kaito. Aoi, Kaito, ist alles in Ordnung? Das kann nicht sein. Einfach erbärmlich. Ich hatte geschworen, Io zu beschützen. Verdammt, das hätte nicht passieren dürfen. Kaito? Dragmon? War nie als Anführer geeignet. Ich habe nicht das Zeug dazu, alle zusammenzuhalten. Aoi, Aoi. Aoi, Napramon. Was ist denn bitte in uns gefahren? Hat Renamon sie in seinen Illusionen gefangen? Warum sollte Renamon sowas machen? Will er uns dazu bringen, uns dem Nebel zu opfern? Aber Miyuki war auch schon wie eingefroren und der Nebel kam näher. Diese Takuma, hier drüben. Was? Feinde? Das nenne ich mal schlechtes Timing. Das wird aber auch wieder schnell gehen, denke ich. Das war aber ein bisschen verwirrend gerade mit den Feldern. Ich glaube, das war nicht sehr schlau. Als wenn ich die drei dazu bringen könnte, dass sie in einer Reihe stehen bleiben. Aber ich glaube, dazu sind wir zu wenige Digimon. Oh. Aber das Schicksal meint es gut mit mir. Schön, wenn ich mir den Buff abholt hätte, hätte es vielleicht klappen können, aber na gut.
Oder aber mal versuchen, mit ihr an die Kiste ranzukommen. Dass sie sich ja auch relativ frei bewegen kann. Und hier haben wir es ja auch bald geschafft. Das reißen kann er ja leider noch nicht, aber dafür in der nächsten Runde. So kann er immer ein bisschen pieksen. Es ist also die Ultramacht der Tapferkeit. Packen wir es an, Wargreymon. Die Ultramacht der Tapferkeit. Ist das eine kleine Digimon-Adventure-Anspielung? Ja, Takuma, überlass diesen Kampf mir. Sehr schön. Und mit der Kiste, das kann man verkraften. Wir haben die Bösen besiegt, aber diese hier stecken immer noch in der Illusion fest. Können wir irgendwas tun, Takuma? Agumons Schimmer hat mich aus meiner Illusion geholt. Wenn ich vielleicht das gleiche für sie mache? Reißt euch am Riemen, Leute! Lasst euch von dieser Illusion nicht täuschen! Hä? Ah, verdammt, was zur Hölle haben die mit uns gemacht? Seid ihr wieder normal? Ja, was zur Hölle haben wir bis jetzt gemacht? Danke, Takuma. Deine Schimmer hat ihn zu uns zurückgebracht. Wir sind in einer Bibliothek? Wie sind wir denn hier gelandet? Und wo sind wir überhaupt? Es ist ein neu aufgetauchtes Gebäude. Ihr wart zu sehr mit Renamons Illusion beschäftigt. Renamon? Stimmt, das war eine Falle. Takuma, ich habe Haru gesehen. Echt? Nein, warte. Wenn ich recht überlege, könnte das auch zur Illusion gehört haben. Ah, mir platzt gleich der Schädel. Schon okay, Kaito. Nimm es locker. Geht ihnen nicht gerade gut. Könnte schwer werden, sie irgendwo hinzubringen. Leute, versteckt euch hinter dem Bücherregal. Ich suche die anderen. Alles klar. Sei vorsichtig. Dann fehlt ja theoretisch doch nur noch die Rezeption. Ja, das würde ich auch noch mit hier reinnehmen. Das sind Saki und Miu. Super, ich schließe mich ihnen an. Die Digimon wollen wieder nicht reden. Saki, Miu, was macht ihr denn hier? Warum hast du so lange gebraucht, Takuma? Was habt ihr euch dabei gedacht, an so einem seltsamen Ort getrennt zu werden? Tut mir leid. Takuma, ich kann nicht aufstehen. Was? Wo hast du dich verletzt? Nein, ich bin nicht verletzt. Nicht so. Aber ich fühle mich total furchtbar. Ich habe Visionen gehabt. Von Chewie und
Trio. Ah. Ich stand beide nah und war froh, dass beide noch am Leben waren. Aber ich habe sie im Stich gelassen. Beide. Haki, hör auf. Dir selbst die Schuld daran zu geben, bringt niemanden was. Hey, Saki, selbst das macht es auch nicht besser. Jetzt komm, steh auf. Hilf mir, meinen Bruder zu finden. Takuma, steh du auch nicht einfach so rum. Hilf Saki. Stimmt, okay. Irgendwas daran wirkt seltsam. Die ganze Sache ist irgendwie komisch. Warum kann ich es nicht genau sagen? Takuma, findest du nicht, dass sie sich seltsam verhalten? Da kriege ich Gänsehaut. Danke, Agumon. Wenn Agumon das auch so sieht, ist es mehr als nur Einbildung. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Was starrst du so in der Gegend rum, Takuma? Schnell, hilf, Saki! Yakumon, hattest du schon immer so eine spitze Zunge? Wie bitte? Du sprichst ja gerne frei heraus, aber immer irgendwie freundlich. Und hat Saki schon immer so leise Töne angeschlagen? Ah, wie unhöflich. Selbst ich bin manchmal total am Ende. Ich habe Chui und Ryo gesehen. Sie meinten, wir sollten zu ihnen in den Nebel kommen. Ich habe Saki schon bedrückt gesehen. So pessimistisch war sie aber nie. Du bist auch komisch, Floramon. Ihr verhaltet euch eher wie Aoi und Labramon. Hey, das... Und Mio, warst du schon immer so schwarzseherisch? Du verhältst dich wie dein Bruder. Warum sind alle irgendwie ein bisschen anders? Fast so, als ob... ihr nicht ganz die Leute wärt, die ich kenne. Ihr seid nicht meine echten Freunde, oder? Seid ihr auch Illusionen? Oh, er hat es herausgefunden. Ich dachte, wir machen hier richtig gute Arbeit. Töten wir ihn! Ja, schalten wir ihn aus! Zurück, Takuma! Da kommen sie! Und aller guten Dinge sind drei. Papa Kauda! So clever war Dreckmon mitzunehmen, frage ich mich gerade. Aber das wird schon. Würde ich mir nie immer noch ein bisschen aufheben.
Umso besser, wenn wir ja nochmal dran sind. Nein, dieses Mal halte ich mich mit Schwärmen zurück. Warcraemon wird's schon rocken. Ja, meinen frischen Heilblut erhalten. Habe ich ja so in dem Spiel auch noch nicht gesehen. Ja, da habe ich zu schnell auf Enter geklickt. Das schadet eigentlich nicht. Cerberusmon, andere arbeite mit den anderen zusammen, dann schaffst du es. Du hast recht, Aoi. Teamwork ist unverzichtbar. Schaden geht, glaube ich, noch. Ah, doch, geht schon. Da will sich jemand von hinten anschleichen. Ich finde trotzdem den Unterschied so krass. Schade, ganz so einfach wird es mir dann doch nicht machen. Weil ich ahne, dass der Port wieder ein bisschen Überlänge haben wird, aber das ist auch mal gut so. Das wäre ja für das da vorne ganz schön verschwendet. Da war es jetzt auch schon.
続ける。Mann, das war echt knapp. Gut, dass du sie durchschaut hast. Aber ob wir jetzt schon alle durchschaut haben, diese Antwort werden wir uns für das nächste Mal aufheben. Macht euch doch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.